Technischer Anspruch, Komfort und Alltagstauglichkeit zum fairen Preis. Das sind die Kernkompetenzen der Marke Renault. Und genau das soll in Zukunft der neue Clio verkörpern. Dass er sich dabei seiner Sache sicher ist, belegt bereits die Optik. Das neue Markengesicht und die schmalen LED-Tagfahrleuchten, gepaart mit den muskulös gestalteten Rathäusern, verleihen dem Clio ein selbstbewusstes Auftreten. Die vierte Generation des kleinen Flitzers steht ab November ausschließlich als Fünftürer bei den Händlern. Für die Basic-Version veranschlagt Renault faire 12.800 Euro. Doch lässt sich dieser Preis beliebig steigern, denn die Liste der Zusatzoptionen ist lang. Äußerlich lassen sich zusätzliche Gimmicks wie Sonderlackierung, Heckschürzen sowie Leisten für Schweller und Kühler ordern. Ganz zu schweigen von den verschiedenen Radgrößen. Im Innenraum bietet Renault für flippige Innenverkleidung, Polsterstoffe und Luftausströmereinfassung ebenso zur Kasse. Dass die Individualisierungsmöglichkeiten des Clio besonders die Anforderungen einer jüngeren Käuferschicht erfüllen sollen, belegt die interaktive Nutzbarkeit des Airlink Online Multimedia Systems. Es sieht nicht nur so aus, sondern funktioniert auch wie ein Tablet. Via Touchscreen können über den Renault eigenen Internetstore zudem diverse nützliche Apps heruntergeladen werden. Diese ganzen Extras schlagen sich zwar allesamt im Mehrpreis nieder, doch belegen die Motoren, dass der Clio im Grund ein sparsames Auto wird. Erstmals arbeitet im Clio Energy TCE 90 ein aufgeladener 0,9 Liter Dreizylinder, der mit 90 PS und 135 Newtonmetern bei 2500 Touren einiges verspricht. 4,5 Liter werden als Normverbrauch angegeben, die Eco-Version verbraucht sogar 0,2 Liter weniger. Noch sparsamer geht der 1,5 Liter Turbodiesel zu Werke. 90 PS und 320 Newtonmeter Drehmoment bringt der Vierzylinder und verbraucht dabei lediglich nur 3,4 Liter auf 100 Kilometer. Alle Motoren sind zudem mit einem Start-Stopp-System und einem intelligenten Batteriemanagement ausgestattet. Die Top-Motorisierung mit 120 PS aus einem 1,2 Liter Turbobenziner kommt erst Anfang 2013. Genauso wie die Kombi-Version Renault Clio Grand Tour.